Mein Name ist Marc Jost. Ich bin heute als Nationalrat im Schweizerischen Bundesparlament tätig. Und ich bin dem Theologischen Seminar St. Krishna dankbar, insbesondere für die Ausbildung in Ethik. In Ethik habe ich unterscheiden gelernt, die Verantwortung von uns Christen in der Kirche als Zeugen Jesu Christi, aber auch die Verantwortung als Menschen in der Gesellschaft. Und diese Differenzierung, Unterscheidung hilft mir jeden Tag in der politischen Tätigkeit. Mein Name ist Markus Neitzel. Ich arbeite mit OMF International und ich erreiche Japaner, die nach Deutschland oder Europa kommen, und möchte ihnen das Evangelium von Jesus Christus weitergeben und dass sie als Christen wieder zurückgehen in ihr Heimatland. Und ich bin hier den TSC dankbar, dass da ein Fundament gelegt wurde für meinen Glauben, aber auch für das Zusammenleben als Christen zusammen, was ich hier gelernt habe. Und ich bin dankbar dafür jetzt, dass ich nach 40 Jahren wieder mit meinen Kollegen wieder treffen konnte. Ja, hallo, ich bin Tabea Sieveking und wir sind gerade in der AB-Gemeinde in Stein tätig. Timon, mein Mann, ist da der Hauptpastor. Und wir sind mega dankbar fürs TSC, dass wir so eine richtig tolle Lebensgemeinschaft hier erleben durften, wo wir geformt wurden, geprägt wurden und wo wir ja, Gott einfach besser kennenlernen durften und ausgerüstet wurden für das, was wir jetzt tun. Mein Name ist Hans-Peter Hubertogler, ich bin Geschäftsführer von ERF Media Schweiz. Ich bin vor 30 Jahren habe ich das TSC absolviert und kann bis heute auf eine gute theologische Grundlage zählen. Das TSC hat mir eine Weite gegeben, das Werkzeug, wie man mit theologischen Fragen umgeht. Auf das kann ich bis heute darauf vertrauen und das in der täglichen Arbeit brauchen.